Freunde, willkommen zurück hier zu dem kleinen Tutorial. Ihr hört schon das Wasser rauschen. Wir können jetzt rumlaufen hier, können da reinspringen. Fliegen natürlich auf dem Boden. Das Problem ist, einfach Escape, wieder hochgehen, das Word Post Process kopieren, drückt SRGC, SRGV, dann habt ihr es hier. Geht ihr nach auf Details ganz runter, hier Convert Actor auf, sobald es geladen hat, gebt ihr Füß, ups, ja, ich hasse die Tastatur, habe ich eine neue und dann treffe ich die Tasten immer. Physics Volume, dann wird es da in eine Physics Dingster Volume umgewandelt. Und dann könnt ihr hier bei Character Movement Water Volume machen, Physics on Contact machen, das hier am besten umbenennen. Na, ach, machen wir da 2, wenn das 2 ist, dann machen wir da auch 2. Water Physics. Da, so. Gut. Wenn ihr jetzt noch mal spielt, Play, diesmal jetzt schneller, weil es schon geladen war, ihr könnt schwimmen. Jetzt kommt ihr natürlich hier nicht raus, weil das Ding da zu hoch ist. Könnt ihr auch nach vorne springen, schwimmen oder einfach zurückgehen und die Karte noch mal ein bisschen bearbeiten, was ich jetzt auch kurz machen werde, auf Sculpt, Hydroerosion, das da wieder runter, sollte passen, das mache ich ein bisschen höher, zu hoch, 1500 sollte reichen, machen wir das da ein bisschen so, muss ja jetzt nicht unbedingt schön werden, hier, da auch noch ein bisschen. Da vielleicht noch ein bisschen die Kanten wegmachen. Okay. Das soll jetzt so passen. Das ist da vielleicht noch ein bisschen, da vielleicht ein bisschen drüber. Ihr könnt natürlich auch hier unten wieder höher machen, falls es euch zu langsam geht. Ich rate aber davon ab, wieder extrem hoch zu machen, weil dann ist mehr kaputt als gut. Wenn ihr irgendwas rückgängig machen wollt, dann einfach SRGZ, dann geht's zurück, oder SRGY, dann wiederholt das, was ihr gemacht habt. So, gehen wir nochmal rein. Play. Und ihr könnt schwimmen. Wieder rauskommen. Da unter Wasser sieht es ein bisschen komisch aus. In-Games wird es dann ganz normal aussehen. Ihr könnt natürlich auch auf euer Water Physics gehen. Dort geht ihr runter. Nein, nicht Water Physics, Water Post Process. Geht ihr runter bis hier MISC, Blendables und dann macht ihr, wenn ich es richtig weiß, dieses X Extinction raus, oder was ist das? Nein, Extinction. Einfach so, Play. Dann sieht so aus. Um eine Farbe reinzukriegen, könnt ihr hier dann noch bei Film, Tint, da eine Farbe machen. Ich gehe jetzt mal kurz unter Wasser, damit man es auch sieht. Da Farbe ändern. So ein bisschen bläulich. Können wir da noch ein bisschen bearbeiten. Oder so. Das bringt natürlich nichts. Dann runter könnt ihr hier noch was bearbeiten. Saturation. Dann sieht es ein bisschen komisch aus, finde ich. Vignette. Könnt ihr bearbeiten, so wie ihr es haben wollt. Dann weiter runter bis hier
Depth of Field. Gaussian bleibt. Focal Distance, das machen wir mal. Ja, das ist die Sichtweite. Lassen wir mal so. 1000. Das da lasse ich auch. Das da mache ich. Ändert sich nichts, bleibt also auch. Fahrtransition können wir jetzt noch bearbeiten, wie weit ihr seht, wie weit ihr scharf seht. Da war es, glaube ich, auf 40.000. Seht den Unterschied. Ich mache es jetzt mal auf 10.000. Scale könnt ihr noch bearbeiten, auch wenn nichts passiert. Keine Ahnung, wieso nichts passiert. Farblur Size, dann macht es noch ein bisschen unschärfer. So wie ihr es halt haben wollt, könnt ihr das dann bearbeiten. Da könnt ihr natürlich wieder hochgehen, hier die Farbe wieder ein bisschen ändern. Ich mache es jetzt mal Richtung so. Dann haben wir da ein bisschen grünliches Wasser. Sollte auch schön sein. Können natürlich auch unten noch den kompletten, das komplette Gras in Sand umwandeln, so wie ihr es haben wollt. Okay, das hätten wir dann soweit. Weiter geht's mit dem Foliage. Das ist eure, sind eure Pflanzen, was ihr reinmachen könnt. Einfach mal bei Game rein. Dann macht ihr einfach irgendwas. Ich mach mal Plant, findet irgendwas. Geht's auch zurück. So. Da hätten wir dann zum Beispiel hier Banana Plant 01. Das macht ihr da rein. Nehmt das da, fügt es dort rein, Hide Details, guckt, dass es aktiviert ist. Wenn es so ist, dann ist nicht aktiviert. Macht es aktiviert. Landscape, wenn ihr auf irgendein anderes Objekt drauf malen wollt. Static Meshes, was ich gerade sehe, die Höhle funktioniert. Da ist sie. Hat lang genug gedauert. Ja. Naja, egal. Und dann könnt ihr einfach hier mal ein bisschen runter machen. Das da, machen wir so. Und dann könnt ihr hier eure Pflanzen ranmalen. So, machen wir ein paar solche Pflanzen hin. Ihr könnt natürlich dann auch noch Palmen reinmachen. Suchen wir einfach mal kurz nach einer Palme. Zum Beispiel hier Big Palm SM. Das heißt nicht Sadomaso, sondern Static Mesh, falls sich gerade einer fragt, was das bedeutet. Hide Details, das da machen wir weg. Und dann noch ein paar Palmen rein. Können die runtergehen. Play. Und mal schauen. Kann ich da was holen? Ja, da ist was. Da. Und auch was. Also passt das. Können wir wieder rausgehen, habt eure Pflanzen schon mal drin. Bei World Settings, falls es noch nicht aktiviert ist, geht ihr hoch bis Editor Enable NPC Spawners, aktiviert es. Geht dort drauf, sucht hier einfach mal nach NPC. NPC Zone Manager, gehen wir mal ein bisschen runter, machen wir hier hin. NPC Spawn Volume auf ziemlich da. Ran, NPC Zone Volume auch ziemlich daran. Vielleicht auch noch ein bisschen hier gucken, dass das gleich ist. So und so. Nehmt die beiden hier. Macht bei Details einfach mal 5000. Mit Tab schält man da durch. Alle drei markieren. Ein bisschen rauszoomen. Das dann höher machen. Ich gucke ja immer so, dass hier da unten noch unter der Erde ist, halt nicht allzu viel. Bisschen was. So. Ist ein groß genuges Gebiet hier. NPC Zone Manager auswählen. Linked Zone Volume. Draufklicken NPC Zone Volume. Linked Zone Spawn Volume. Das da. Das passt dann eigentlich auch schon. Dann geht ihr auf NPC Spawn Entries. Klickt drauf. Lädt einen kleinen Moment.
Und dort könnt ihr dann auswählen, was ihr so haben wollt. Zum Beispiel hier Beach einfach reinmachen. Sagen, wie viele es bauen sollen. Zwischen 20 und 40 mache ich da meistens bei einer Größe von 5000 mal 5000 mal 5000. Hier könnt ihr dann noch auswählen, ob die im Wasser spawnen dürfen, also ohne spawnen Water, so dass die nur im Wasser spawnen oder never spawn in Water, damit die niemals im Wasser spawnen. Ich lasse das jetzt einfach mal weg, wenn sie aufs Saufen ist, doch mir egal. Und dann hätten wir das auch mal hier. Ihr könnt dann noch hier drauf gehen, wenn das jetzt das Richtige ist. Nein, glaub nicht. Hier, das ist das Richtige. Only Count Dino Class ist. Da könnt ihr dann einfach irgendeine Dino-Klasse reinmachen, die dann hier gezählt wird. Alle anderen werden dann zwar nicht gezählt und das bedeutet auch gleichzeitig, dass von den anderen unendlich viele kommen und irgendwann seid ihr so am extrem am Lacken, dass gar nichts mehr geht. Also am besten einfach lassen. Weg. Und dann passt es schon. Gehen wir mal ein bisschen hier aus dem Gebiet raus. Drücken Play. Und das sind die Dinos. Ist doch ganz einfach, wenn man weiß, wie. Okay, was gibt es denn noch so zu erklären? Wir hätten ja eigentlich alles. Sonne haben wir. Wasser haben wir. Berge haben wir. Gut. Ihr könnt natürlich hier auch noch zum Beispiel Content Browser Rock eingeben. Dann eure Steine reinmachen, was ihr so haben wollt. Zum Beispiel machen wir hier mal Obsidian. Dann könnt ihr eure Obsidian-Steine reinmachen. Welche Farbe ihr wollt, ist euch überlassen. Sind beide gleich. Gerade war der noch weiß, egal. Das da rein. Hide Details. Das da ist deaktiviert. Das deaktivieren wir noch. Und dann malen wir da ein paar Steinchen hin. Könnt ihr da ein bisschen was farmen? Gut, dann wär's das eigentlich soweit. Ihr solltet natürlich auch noch, vielleicht hier bei der Landscape, mache ich immer bei Collision nicht Block All, sondern Ground Terrain. Ich habe keine Ahnung wieso, aber ich mach's einfach so. Funktioniert bei mir. Und dann könnt ihr. Was fällt denn jetzt noch? Ach genau, Player Starts. Einfach mal hier einen hin. Hier einen hin. Hier einen hin. Drei Player Starts. Sollte passen. Könnt ihr hier sagen, das hier ist Player Start 1. 1 ist ein 0 ist 1. 1 ist 2. Und 2 ist 3. Dann geht ihr unter World Settings rein. Da nach unten bis Override Player Spawn Regions. Fügt 3 hinzu. Das sind die 3, die wir haben. Dann könnt ihr hier Namen eingeben wie Nord, Ost, Süd. Oder auf Englisch North, East, South, West und so weiter und so fort. Oder ja, wenn ihr Länder habt, dann ist das eine Afrika, das andere, ja gut, Afrika ist kein Land, aber egal. Kontinent. Und ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel das so habt, könnt ihr auf Play drücken. Und einfach mal hier. Funktioniert alles und dann könntet ihr eigentlich auch schon hier die Karte hochladen. Einfach hier auf Steam Upload gehen, dann auf Test Map. Dort habt ihr dann irgendwie sind da noch ein paar Sachen drin, die nicht drin sein sollten. Unsere Map heißt
Main Map ist im Ordner Test Map drin, also passt es. Dann macht er hier einfach Main Map Cooked, also Cook Map. Dann wird die Map gekocht. Sobald es fertig ist, wird ein kleines Fensterchen angezeigt, dass es fertig ist. Einfach wegklicken. Hier könnt ihr dann ein Bildchen reinmachen, da den Titel, wie die Map heißen soll, eine Beschreibung. Ob das jetzt öffentlich sein soll, einfach nur für Freunde oder versteckt, sodass nur ihr rein könnt. Und hier die Change Notes. Ich mache hier bei Description aber immer nur XXX oder so rein, weil irgendwie kann ich nicht hochladen, wenn da so eine ewig lange Beschreibung drin ist. Und ja, ist halt so. Wenn ihr dann das fertig gekocht habt, geht ihr einfach auf Upload rein. Wenn ihr so einen Steam Activity, wie heißt es nochmal, da das Sperre-Dings da, damit kein anderer drauf geht, dann müsst ihr in eurem E-Mail-Programm gehen, den Code eingeben und dann könnt ihr es ganz normal uploaden. Okay, falls einer irgendwelche Fragen hat, soll er sich melden. Das mit den Submaps, das kommt später mal. Ich denke, die Grundsachen habe ich hier mal erklärt, was ihr so machen könnt, wie ihr es macht. Hier das ganze Zeug zum Beispiel. Ihr könnt natürlich das auch noch hier Player Start, Rechtsklick, Move to Folder, Create New Player Start machen. Und das ganze Zeug, das ist das Landscape nicht, aber gut, das auch nicht. Das da ist, glaube ich, das vom Originalen. Move to Folder, Create New, Original, Ender. So dass hier langsam ein bisschen Platz gibt. Das da macht ihr dann Move to Folder, Landscape. So mache ich es zumindest immer. Und dann hier noch Move to Folder. Dinos. Dann haben wir nämlich da alles, was wir haben wollen oder sehen wollen und können das nach Belieben auch ausschalten. Hier, wo ist unser Player Start? Da vorne, hier. Drücken da drauf, ist er weg. Dinos weg. Day Weather, passiert nichts. Landscape weg. Lighting, passiert auch nichts. Original Web weg. Wenn Original weg ist, dann ist natürlich alles weg, beziehungsweise schwarz. Und ihr müsst so gucken ein bisschen, wie ihr es seht. Also Original könnt ihr eigentlich theoretisch die ganze Zeit lassen. Und ich mache eigentlich immer nur die Dinos weg, weil die stören, wenn da so riesengroße Dinger überall sind, wo man eigentlich überhaupt nichts sieht. Und ja. Gut, dann wär's das soweit. Falls ihr Fragen habt, einfach fragen. Und ich werde dann gegebenenfalls ein weiteres Tutorial machen oder euch antworten. Und ja, vielleicht findet ihr es ja auch selber raus, falls ich mal ein bisschen länger brauche, was ja auch mal passieren kann. Und ja, das soll jetzt funktionieren. Wenn ihr mit Submaps arbeitet, ist noch ein bisschen was anderes zu beachten, aber ich denke mal, für eine kleine Map braucht man nicht unbedingt Submaps. Also reicht es, wenn ich das Tutorial später mache. Bis später dann oder bis irgendwann dann, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr irgendwas wissen wollt und so weiter und so fort. Tschüss!